Okay. Ja, jetzt zur Situation in Großbritannien oder als Österreicher in Großbritannien. Hast du die Erfahrung gemacht, dass viele Ausländer in Großbritannien arbeiten, dass der Zugang zum britischen Arbeitsmarkt und das ist ja nicht doch der britische Arbeitsmarkt allgemein wesentlich einfacher ist? Weil ich meine, du bist ja nicht in den, man kennt ja jetzt diese Wege, die es so geht, dass die Leute so 2007, 2008 in englische Grabungsfirmen gegangen sind, weil es da diesen Boom gab und unglaublich viele Leute sozusagen dort Arbeit gefunden haben, sondern du hast ja eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen. Du hast die Laufbahn im akademischen Bereich eingeschlagen und dort auch gefunden und insbesondere jetzt in diesem Bereich. Ist das typisch oder bist du auch in Großbritannien beziehungsweise Wales, also Kanarienvogel Ja und nein. Wie sage ich das? Also im universitären Bereich funktioniert das Spiel um die Jobs im britischen Raum zumindest bis zu einem gewissen Grad anders als im deutschen Sprachraum, meiner Erfahrung nach. Also Ja. im deutschen Sprachraum gibt es gewisse Strukturen, die dazu führen, dass gewisse Karriereschritte vorteilhaft sind, die nicht unbedingt im britischen Raum von Nutzen sind, während im britischen Raum andere Dinge gibt, die von Nutzen sind. Also, dementsprechend kann man das schwer einfach beantworten. Ja. Es ist so, dass im universitären Sektor in Großbritannien aufgrund von so Dingen wie regelhafter Forschungsevaluation, wo man gewisse sozusagen Leistungen erbringen muss, die dann von Kolleginnen beurteilt werden, auf mehr oder minder regelmäßiger Basis, gewisse Dinge braucht, wie zum Beispiel hochqualitative Publikationen in relativ großer Menge, wie Beziehungen zur Öffentlichkeit, Forschungen, die auch etwas bewirken, die etwas ändern, machen muss. Für egal welchen Sektor jetzt, aber irgendwas muss die Forschung auch bewirken. Diese Leistungen, die man erbringen muss, führen dazu, dass man zum Beispiel nicht bloß immer den seit vielen Jahren am eigenen Haus tätigen beliebten Assistenten befördern kann, mal abgesehen davon, dass es Assistenten in dieser Form in Großbritannien nicht wirklich gibt oder nur sehr selten gibt, sondern dass man einfach im Bewerbungsverfahren oftmals gezwungen ist, als jemand, der Leute anstellt, und das habe ich inzwischen hier ja auch häufig getan, gezwungen ist, sich nach Leuten umzuschauen, die eben gewisse dieser Leistungen erbringen und damit die Besten nach diesen Maßstäben zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass man relativ blind ist in Bezug auf, wo die Leute herkommen, welche Freunde sie haben, welche Beziehungen sie haben und dergleichen. Weil man eben jeweils versucht, für sich selbst und sein Institut das Beste herauszuholen, indem man den anstellt, der einen in Hinkunft am meisten Geld bringt, sozusagen als Institution. Und das hat eben den Vorteil, dass, also es wurscht ist, ob man Österreicher ist oder Deutscher ist oder von sonst wo auf dem Planeten kommt, wenn man diese Kriterien besser erfüllt als Briten, dann wird man genommen. Unabhängig von Nationalität, Herkunft oder sonstigen Bedingungen. Das macht es bis zu einem gewissen Grad leichter, in den britischen universitären Arbeitsmarkt einzusteigen, wenn man Deutscher oder Österreicher oder Schweizer ist, der die lineare Progression der deutschen akademischen Karriere durchlaufen hat. Also wenn man zum Beispiel sein Doktorat gemacht hat und dann eine Habilitation gemacht hat, um sich dann für britische, vor allem universitäre Einsteigerposten, unter Anführungszeichen, also normale Lectureships bewirbt, dann hat man relativ gute Chancen, weil man als Deutschsprachiger einfach gezwungen ist, um diese sozusagen Standard-akademische Karriere im deutschen Sprachraum zu durchlaufen, dass man einen Haufen Publikationen hat, darunter teilweise große Bücher und dergleichen mehr, dass man viele Artikel verfasst hat, an auch guten Orten gezwungenermaßen, weil wenn man viele Artikel verfasst und nicht nur kompletten Topfen schreibt, dann werden die auch an guten Orten veröffentlicht. Und damit hat man gegenüber dem Standard-Briten, der aus dem Doktorat kommt,
aus einem Doktoratsstudium kommt, der vielleicht ein paar kleinere Publikationen hat und vielleicht seine Dissertation einmal publizieren wird, normalerweise gute Chancen. Ich meine, auch bei mir war es so, dass ich meine Posten und meine Einladungen in Großbritannien gekriegt habe, während ich mich zuerst beworben habe, großteils deshalb, weil ich zufälligerweise und vollkommen unwissend, was ich da tue im gewissen Sinn in Bezug auf eine Karriere, halt schon während meines Doktoratsstudiums wie irre publiziert habe, also sehr viele Arbeiten geschrieben habe, die ich auch an diverse Zeitschriften geschickt habe, die auch dort publiziert wurden. Und das hat mir einfach gegenüber den britischen Kandidaten, die sich auf derselben Ebene um dieselben Posten beworben haben, einen Vorteil gebracht. Ja. Mhm. Resultat ist, dass es schon relativ viele Ausländer im britischen System gibt, im Vergleich, also im universitären System gibt, im Vergleich mit zum Beispiel dem deutschen Sprachraum, wo sie weniger verbreitet sind an Universitäten. Oder wo die Verbreitung ist, dass Deutsche in Österreich sitzen und Österreicher in Deutschland und Schweizer in Deutschland oder Österreich und umgekehrt. Ja. Und nicht, dass man mit Leuten aus aller Welt an einem Institut zusammenarbeitet. Gut. Trotz der Tatsache, dass es ja relativ schwierig ist, in den fachnahen Arbeitsmarkt zu kommen und das Gejammer dann auch immer relativ groß ist, dass es dann nicht so ist und man das auch bei arbeitslosen Habilitierten immer wieder gerne hört. Warum würdest du einem Österreicher empfehlen, in Österreich oder in England Archäologie zu studieren und warum lohnt es sich deiner Meinung nach oder warum lohnt es sich gerade nicht? Ja, wenn man das so einfach sagen könnte. Ich denke, dass es, egal ob Österreich oder Großbritannien oder sonst wo auf der Welt, auf jeden Fall sinnvoll ist, Archäologie zu studieren, wenn man sich dafür interessiert, weil warum nicht? Wir jammern gerne über die furchtbare Situation am archäologischen Arbeitsmarkt in allen Ländern der Welt, mehr oder minder, und zwar egal wie gut der archäologische Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen archäologischen Arbeitsmärkten in anderen Ländern ist, es ist bei uns, egal wo uns jetzt ist, immer furchtbar, weil es studieren mehr Leute als Jobs vorhanden sind, es kommen nicht alle unter, man hat nicht genug Geld etc. Wir jammern alle gern auf gut Deutsch. Aber wenn man das mit anderen Sektoren vergleicht, dort ist es nicht anders. Also ich meine, ob man jetzt Archäologie studiert oder Wirtschaftsinformatik studiert, garantierte Posten gibt es nachher auf gar keinen Fall. Oder vielleicht gibt es das in Wirtschaftsinformatik, aber außer Wirtschaftsinformatik gibt es das sonst nirgendwo, so ungefähr. Das heißt, es ist nicht prognostizierbar, womit man eine Karriere machen kann. Wenn man sich also für Archäologie interessiert, sollte man es studieren. Schon allein deshalb, weil die Erfahrung aus jetzt ungefähr 20 Jahren im akademischen Umfeld tätig sein, da ist, man wird nur gut in etwas, wofür man sich wirklich interessiert. Und wenn man nicht wirklich gut ist, hat man in keinem Feld eine Chance auf einen besonders guten Posten in seinem gewählten Berufsfeld. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, soll man es riskieren, soll man es probieren. Archäologie bildet einen sehr umfassend in sehr vielen Fähigkeiten aus, die im Arbeitsmarkt nützlich sind. Die Archäologie hat den Riesenvorteil gegenüber den meisten anderen Studienrichtungen, dass sie ein bisschen was von allem enthält. Sie hat ein bisschen Forschung und Recherche im traditionellen Sinn, also nicht nur ein bisschen, ein Haufen davon, von Forschung und Recherche im traditionellen Sinn in Bibliotheken und anderen Archiven von Informationen. Das ist ein Skill, der irrsinnig wichtig ist, aber sie hat eben auch viele andere Sachen. Sie hat notwendigerweise technische Fähigkeiten. Man kann heutzutage nicht mehr Archäologie studieren, ohne ein bisschen Technik zu lernen, sei es Vermessungstechnik, mit Umgang mit komplexen Geräten in dem Bereich. Man braucht Computer, man muss statistische Arbeiten machen können und dergleichen mehr. Bekommt man natürlich nicht überall in allen Studien Gängen der Archäologie alle diese Skills, aber ich meine, es gibt sie und man braucht sie in der Archäologie, das heißt, man hat Chancen, sie zu bekommen. Gleichermaßen bekommt man manuelle Skills mit und ist damit mehr oder minder universell am Arbeitsmarkt einsetzbar.
Das ist ein Riesenvorteil gegenüber jemandem, der extrem spezialisiert ist, für etwas, was man jetzt gerade glaubt zu brauchen, aber wenn man in 5 Jahren oder wie viel auch immer Jahren mit dem Studium fertig ist, so überlaufen ist, dass es keine Jobs mehr gibt. Um eine kleine Anekdote dazu zu erzählen, als ich zu studieren begann, was gar nicht so lang her ist, ich meine, okay, 25 Jahre oder so, aber trotzdem gar nicht so lang her ist, hat man damals gesagt in Österreich, studiere ja nichts, mit dem du Lehrer werden kannst, weil es studieren alle Leute Lehramt und da gibt es eine solche Lehrerschwemme, dass man untergeht in anderen Leuten, die Lehrer sein wollen. Jetzt gibt es einen Lehrermangel. Weil vor 25, 20, 15 Jahren niemand Lehramt studieren begonnen hat, also nicht niemand, aber verhältnismäßig wenige Leute Lehramt studieren begonnen haben, weil alle Leute gesagt haben, studiere das ja nicht, weil da kriegst du nie einen Job. Und jetzt gibt es zu wenig davon. Das gilt durch die Bank. Und das heißt, der zukünftige Arbeitsmarkt ist nur sehr bedingt prognostizierbar. Und oft ist es am besten, das zu studieren, wo alle sagen, mach das ja nicht, weil da gibt es keine Jobs, weil dort ist die Konkurrenz wenigstens geringer als in den Modefächern, wie Publizistik oder sonst was, wo 50.000 Leute jedes Jahr studieren und es 30 Jobs gibt oder so. Ja, das klingt nach einem guten Resümee. Würdest du nochmal Archäologie studieren oder würdest du was anderes studieren, wenn du jetzt nochmal anfangen dürftest zu studieren? Also wenn ich jetzt noch einmal anfangen dürfte zu studieren und noch nicht studiert hätte, dann würde ich vermutlich wieder Archäologie studieren, weil das ist das, was mich am meisten interessiert. Ich würde mir vielleicht meinen Studienort und meine Wahl des Studienortes überlegen anders, aber das setzt voraus, dass ich wüsste, was ich jetzt weiß, nachdem ich 25 Jahre im Fach bin. Das heißt, prinzipiell, ja, ich würde es wieder tun. Mit der Voraussetzung, dass ich wüsste, was ich weiß, würde ich vielleicht einige Entscheidungen innerhalb des Studiums anders treffen. Ich würde auch nicht unbedingt andere Interessensschwerpunkte im Sinne von zum Beispiel chronologischer Ausrichtung oder so legen. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber eine der Sachen, die mir zum Beispiel aufgefallen ist anhand meiner eigenen Karriere, ist, dass ich, wie viele Leute im deutschen Sprachraum, unstrukturiert studiert habe in einer Weise, die dazu geführt hat, dass ich wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre später ins archäologische Berufsleben ernsthaft eingestiegen bin, als ich hätte können. Das heißt, ich würde heute vermutlich schneller studieren, als ich das getan habe. Aha. Aber andererseits, wenn ich bedenke, dass ich damals ein anfänglich 18-Jähriger, dann halt Mitte 20-Jähriger Student war, der auch noch was anderes vom Leben wollte, als vielleicht nur Bücher wälzen oder gezielt die richtigen Schritte zu setzen, die karriereförderlich sind, wahrscheinlich würde ich es trotzdem nicht anders machen. Okay, dann wenn du nichts weiter loswerden willst an deiner Stelle, ich denke, es wird eine ganze Reihe oder es wird vielleicht im Laufe des kommenden Jahres Fragen geben, die Leute dann unten drunter in den Kommentaren reinschreiben. Das würde ich gerne sammeln und eventuell sozusagen dann im kommenden Jahr, Ende des kommenden Jahres, wir werden uns ja sowieso, denke ich, noch sehen, dann einfach zusammentragen und dich dann nochmal gerne belästigen in Wales, in deinem kleinen, mit Büchern vollgestopften Büro. Wie das ist in einem Universitätsinstitut, nein, das gehört zum Stil. Natürlich darfst du das gerne. Ich stehe natürlich gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung. Ich meine, auch generell. Ich meine, einen der Punkte, den ich durchaus gerne anbringen würde, ist, ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit, gut 10 Jahren auf die eine oder andere Art und Weise mit dem archäologischen Arbeitsmarkt. Und ich mache das nicht nur, weil ich nichts zu tun habe, weil ich habe eigentlich haufenweise zu tun, sondern ich mache das, weil mir das wirklich ein Anliegen ist. Also ich meine, die meisten Leute, die sich in der einen oder anderen Art mit dem archäologischen Arbeitsmarkt beschäftigen, tun das, weil es ihnen ein Anliegen ist, diesen Arbeitsmarkt zu stärken, zu verbessern und auch Leuten Möglichkeiten zu geben. Das heißt, wenn irgendjemand Fragen hat, stehe ich jederzeit
gerne zur Verfügung im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr eine Adresse angeben wollt, wo man mich erreichen kann für Nachfragen. Ich meine, ich habe ohnehin diese Jobbörse, wo, wenn man in der Jobbörse Anfragen eingibt, die meistens an mich kommen. Aber man kann mich auch direkt kontaktieren und um Ratschläge fragen. Wie gut diese Ratschläge sind, darüber kann man streiten. Aber ich meine, ich habe zumindest ein bisschen Ahnung davon und ich bin durchaus mitteilungswillig. Dann, vielen Dank. Und ich denke, ich mache hier einen Schnitt.